Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Jack 3. Diese Folge ist etwas Besonderes. Ich spreche mit Ihnen, als wären Sie ein gebildeter Mensch. Dabei sind Sie das gar nicht. Nee, Scherz beiseite. Also, diese Folge wurde nochmal aufgenommen und zwar durch Mission wiederholen. Weil, also durch die Missionsauswahl, die kann man freischalten mit ein paar Orbs. Falls man eine Mission nochmal machen will. Und bei mir ist der Fall, ich habe aufgenommen und den Sound hat es aber nicht aufgenommen. Also den Sound vom Spiel. Und das fand ich ein bisschen doof. Ich wollte keine Musik einfügen. Das ist mir dann noch bei einer weiteren Folge passiert. Aber ja, warum ich hier gestorben bin, weiß ich auch nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, du nimmst einfach nochmal auf. Macht keinen Unterschied, nur dass jetzt halt, ich habe keine Metallschädel mehr. Ich habe die Waffen, die habe ich noch. Aber Metallschädel und Orbs sind auf null zurückgesetzt. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ihr werdet jetzt eh alles nochmal sehen. Und nachher ist mein Status tot. Es sind halt die Orbs wieder da und die Metallschädel. Das ist nur diese Folge. Sprich, ich habe das ganze Let's Play schon aufgenommen, habe ich ja schon mal gesagt. Und eben zwei Folgen, darunter die hier, die hat es nicht aufgenommen, also ohne Sound halt. Und deswegen werde ich die nochmal machen. Und ich habe mich genauso angestellt wie hier, ich bin auch ein paar Mal verreckt. Das wird jetzt hoffentlich besser. Jetzt aber wieder zum Spielen. Wir sind jetzt hier ja in den Katakomben. Und ja. Wir fahren hier einfach mal mit so einem komischen Ding. Ey, genauso habe ich mich das letzte Mal auch angestellt. Also als es aufgenommen hat, nur ohne Sound. Wir werden irgendwo im Unbekannten rauskommen. Ich weiß schon wo. Ja, das ist einfach nur. Man muss die ganze Zeit R1 drücken und mit dem Knüppel steuern. Mehr kann man hier auch nicht machen. Das Ding gibt von selber Gas. Man kann nicht bremsen, man kann gar nichts. Ist noch schwer. Also im Vergleich zu anderen Missionen ist es noch eine schwere Mission, weil man halt viele Versuche braucht. Und das Miese ist, diese roten Dinger, die da fliegen, die schießen einen mit Vorliebe ab, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, ich schwafe hier die ganze Zeit, weil ich das endlich rumhaben will. Wie gesagt, ich schneide nichts. Deswegen sind die alles original. Ist zwar langweilig, ich weiß, aber gut. So. Das hier müsste jetzt eigentlich die letzte Runde sein, also mein letzter Versuch, dann müsste ich es geschafft haben. Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus. Jawohl. Sieht sehr gut aus. Jawohl, ich hab's geschafft. Okay. Und jetzt macht es. Boom. Du bist gut. Doch Mut allein schützt dich nicht vor den Feinden, die auf dich zukommen. Diese heile Kraft soll dir bei deiner Mission helfen. Mehr können wir dir nicht bieten. Ja, weil mehr habt ihr nicht. Ja, Jack läuft nicht mehr von alleine, Gott sei Dank. Und mit Kreis haben wir jetzt einen hellen Schild. Den kriegen wir immer, wenn wir Kreis drücken oder wenn wir L2 halten und dann Kreis drücken. Dann verwandelt er sich und hat unendlich dieses Schild, bis halt das Eco weg ist. Ja, jetzt kommt wieder eine lustige Szene. So, was sagt Packer? Der sagt doch immer was. Nee? Na, ja, dann sagt er aber gleich was. Und Sequenz. Seht
aus wie eine alte Eco-Mine. Als Marhaven City erbaute, hat er wohl Höhlen gegraben, um an die Eco-Kraft zu gelangen. Junge, viel geschlafen hat dieser Mar aber nicht. Ich gehe voraus und sag ohnehin, wir sind zurück. Sei auf der Hut, Jack. Dieser Ort ist unheimlich. Das musst du mir nicht sagen. Aber unheimlich ist er eigentlich ja nicht. Er ist nur ziemlich nervig. Einer der nervigsten Orte in dem Spiel, finde ich. Obwohl, er ist eigentlich echt einfach. Er ist einer der einfachsten Dinge in dem ganzen Spiel. Die Mission hier und die, wo danach kommt. Aber ich mag es nicht, warum auch immer. Hier sehen wir eben wieder die Vögel, die uns nerven. Oder besser, die sehen wir... Doch, die sehen wir sogar hier zum ersten Mal. Und ihr seht, mit der Minigun kommen wir hier nicht richtig weiter. Deswegen wieder die Waffe. Die bringt wenigstens was. Vor allem nachher bringt die uns was. Das werdet ihr aber noch sehen. Da-da-da. So, hier sind wieder diese Katzen. Katzenähnlichen Metallschädel. Oder... Ja, die sehen halt aus wie Katzen. Die kennen wir aus dem zweiten Teil. Haben sich aber nicht viel verändert. Sie sind immer noch schwach. Ja, mehr kann man auch nicht sagen. Hier ist eine ganze Ansammlung. Nämlich, wie viele? Drei? Müssten drei sein. Ja, genau, dran. Und eben auf diese Brücken müssen wir immer schießen oder sie irgendwie, ja, schlagen oder einfach drauf schießen und dann gehen die so runter und dann kann man drüber. Und hier aufpassen, die Dinger hier, sobald die oben sind, gehen die runter. So. Sieht man jetzt, hat man nicht gesehen, aber die gehen runter. Die kippen sich dann um und dann fallt ihr wieder runter. Und seid tot. Ja, diese Flugviecher hin, die nerven mich einfach nur. Wo lange jetzt? Ah ja, genau. Und diese Schienen, vielleicht wundert ihr euch, wieso hier solche Schienen sind. Wahrscheinlich eher nicht, ihr habt da wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet. Ich habe mich da aber gewundert, aber das kommt noch. Warum hier solche Schienen sind. So, hier geht's abwärts. Soweit ich mich erinnere. Genau, hier geht's abwärts. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier... Ah, nee, noch nicht. Also abwärts geht's schon, aber es geht noch tiefer. Ganz tief runter in den Keller. Hier sind erst noch ein paar Metallschädel, also ein Schlag und ein Schuss und sie sind hinüber oder nur ein Schlag oder nur ein Schuss, keine Ahnung. Die Stärke von Gegnern ist auch ziemlich egal, Hauptsache sie sind nachher weg. Aufzug, yay, ich kann nicht springen, ich muss schlagen, ich hechte. Oh, mein Hals kratzt. Irgendwo hatte ich doch noch was zu trinken. Weiß aber nicht wo. Ah ja, hier unten. Gut. Jetzt geht's abwärts in den Keller. Ich weiß gar nicht, ob ich hier sterbe. Also der Zeit nach müsste ich nicht sterben. Also so wie es mit der Zeit aussieht, wie lang die Folge ist. Oder ich sterbe. Keine Ahnung. So, die Viecher hier, die müssen wir da reinwerfen. Das sind sozusagen die Hamster, die rennen dann in ihrem Rad rum und aktivieren für uns Plattformen, Aufzüge, was weiß ich. Aha. Das Wasser schmeckt ja scheußlich. Ich muss unbedingt was trinken hier. Das hört man jetzt wahrscheinlich in der Aufnahme schon. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur geredet. Aber das geht ja mal gar nicht. Jeden Tag nur noch eine. Es geht echt nicht. Also hier müssen wir wieder
Entschuldigung. Hier muss mal wieder so ein Viech einboxen. Das Gemeine sind, die greifen einen auch an. Und er rennt nicht, er ist behindert. Oh, jetzt ist der auch noch verreckt, hey, wegen einem Schlag. Ich bitte dich. Ja, die schmeißen einen gerne in den Abgrund. Ah, er hat es nicht geschafft. Gott sei Dank. Das ist mir bei der Aufnahme passiert ohne Sound. Da haben die mich immer runtergeschmissen. Jetzt bin ich aber ein bisschen schlauer geworden. Und ich treffe ja mal gar nicht. Sogar in der Luft trifft es die Gegner, solange die nur in dem Radius sind. Also nicht in dem Volumen, sondern in dem Radius. Dann trifft es die, auch wenn sie 10 Meter über einem drüber sind, glaube ich zumindest. Hier sind wieder die Viecher, das greift mich jetzt, glaube ich, an. Nee, das ist ausgewichen. Die sind echt scheiße, die Viecher. Hab ich's? Jawohl. Eins kommt, glaube ich, noch. Oder zwei. So, das wartet nur auf den Tod. Hier immer auf die Bohrer springen. Ist auch nicht wirklich schwer. Ist aber gut gemacht, finde ich. Mit diesen Bohrern, die als Plattform, als bewegliche Plattform dienen. Das ist eine richtig geile Idee. So, hier nochmal draufballern. Das müsste es schon gewesen sein. Ja. Es kommen doch noch zwei. Also der hier, genau, die greifen einen an. Die sind richtig fies. Und jetzt drei auf einmal. Ey. Und daneben. Und getroffen. Und der hat mich schon wieder erwischt, der Drecksack. Die Viecher sollen mich einfach in Ruhe lassen. Also ich hasse die. Oh, piss dich. Ah, jetzt habe ich es erst geschafft, okay. Ja. Letzte Stufe. Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich nicht gut. Und die Viecher, die kommen natürlich erst zum Vorschein, wenn ich auf dem Boden bin. Wunderbar. So, die Viecher kommen eigentlich von alleine hier hoch. Ich glaube, die sind blind. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil die rennen... Obwohl blind? Nee. Ich weiß gar nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob die blind sind oder nicht. Das sind für mich solche Maulwürfe. Die sind... Moment, das sind doch aus Jack 1. Da muss man doch für so eine Forscherin... solche... Maulwürfe fangen. Oder halt mit dem Zoomer. Die will die ja beschützen irgendwie. Irgendwie sowas war da. Vielleicht sind es ja dieselben Viecher. Kann ja sein. Dachsmaulwürfe sind es, glaube ich, gewesen. Ja, sowas in die Art. Dachsmaulwürfe. Vielleicht sind es ja sogar die und die sind blind. Naja, erstmal hier eine Sequenz. Jawohl, und weiter geht's erst das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.